sehr geehrter Herr stellvertretender Parteivorsitzender, weil so viel Zeit muss sein. Lieber Peter, wir freuen uns, dass du die Stimme Münchens in der Parteispitze nicht nur verstärkst, sondern dass du als stellvertretender Vorsitzender der Christlich-Sozialen Union der orthopädischen Technik des Wahlvorrichtens und des Vereins für deutliche Aussprache unserer Partei deine Kompetenz wieder zur Verfügung stellst. Wir freuen uns von Herzen. Sehr geehrte Damen und Herren, was hat die CSU Nürnberg und die CSU München gemeinsam? Erstens schöne Vorsitzende, aber das ist ein anderes Thema. Ja, schöner Gut muss es dann schon sein. So, da. Das Zweite ist, wir stehen als die Großstadtformationen der Christlich-Sozialen Union bereit, um rote Stadtspitzen, die ihren Zenit überschritten haben, abzulösen. Warum ist das notwendig? Weil Nürnberg und München, die beiden großen Metropolen in unserem Land, die Zentren sind, die für den Weg unseres Landes nach vorne von entscheidender Bedeutung sind. München ist das Zentrum im Süden und Nürnberg das Zentrum im Norden. Hier wird Wohlstand und Wertschöpfung geprägt, geschaffen und entwickelt. Hier ist es so, dass wir deutlich machen können, was der bürgerliche Politikentwurf bedeutet. Hans Bodo hat es angesprochen und Josef Schmidt, unser Oberbürgermeisterkandidat, der gemeinsam mit vielen hier aus dieser Mitte unermüdlich unterwegs ist, um einen Neuanfang für München den Menschen mit unserem Programm darzulegen. Wir sagen, dass wir im Kern in der schönsten Stadt der Republik wohnen. Dass diese schönste Stadt der Republik, der Finanzminister wird es leicht anders betonen, aber das ist ein gutes Recht, dass diese schönste Stadt der Republik anders und besser regiert werden muss. Weil wir in den wichtigen Lebensfeldern, die für die Menschen dieser Stadt von Bedeutung sind, Dinge verändern müssen, die sich eingeschlichen haben. Und das geht nur mit einem gesellschaftlichen Aufbruch in der Mitte unserer Stadt. Deshalb geht Josef Schmidt den Weg, dass er sagt, die überkommene Form einer sich verfestigenden Koalition, die die Stadt ein Stück weit als ihr politisches Eigentum begreift, die Personalpolitik nach Gutsherrenart macht, die im Bereich der Gesundheitsversorgung für echte Krisensituationen sorgt, dass eine solche politische Konstellation sich überlebt hat, dass eine Oberbürgermeisterpersönlichkeit, wie ich immer sage, am 1. Mai in wenigen Wochen vom neuen Oberbürgermeister Josef Schmidt dann unten an der Floßlinde in Karlkirchen mit seiner Gattin Richtung Mykonos verabschiedet werden soll. Dass auf den berechtigten Ruhestand, den wohlverdienten Ruhestand, ein Aufbruch notwendig ist. Und dass Josef Schmidt und die Münchner CSU sagen, wir sind bereit dafür, auch Wege zu gehen, die in anderen Städten schon gegangen werden. Nämlich in Nürnberg ist es ein Stück weit so, dass die großen Parteien weiter darüber hinaus pragmatisch und sachorientiert zusammenwirken. Ohne dass man, der Markus wird vielleicht nur wenige dazu sagen, nicht auch in einer konturierten, scharfen kommunalpolitischen Auseinandersetzung steht. Genau diese Kernbotschaft, dass es keine verfestigte Koalition geben darf, sondern dass man problem- und sachorientiert zusammenarbeiten muss, ganz im Sinne der Bayerischen Gemeindeordnung. Dafür steht Josef Schmidt und die Münchner CSU. Wir müssen ideologische Gräben, wie ich sie ja selber jeden Tag in der Schul- und Bildungspolitik erlebe, überwinden. Wir müssen dafür sorgen, dass es nicht mehr peinlich ist, wenn man unterwegs ist, als bildungspolitisch Verantwortlicher in vielen Städten und Gemeinden unseres Landes und auf den Zustand der Münchner Schulen in Oberfranken angesprochen wird. Das ist peinlich. Und es ist für die Situation der jungen Menschen, die die Zukunft unserer Stadt darstellen, nicht mehr hinnehmbar, dass die Eltern ihren Kindern raten, trinkt nicht so viel, damit er nicht auf die Toilette in der Schule geht. Wie soll konzentriertes Lernen stattfinden? Wie soll die Erfahrung der wichtigsten Phase des Lebens im Lernraum, im Lebensraum Schule stattfinden, wenn wir in Gebäuden unterrichten müssen, die knapp an der Grenze dessen stehen, dass man die Dinge zum Teil gar nicht mehr öffentlich zumuten kann? Hier ist eine große Kraftanstrengung notwendig und diesen Aufbruch wollen wir gemeinsam meistern.
wenn Kinderbetreuung und Ganztagsbetreuung zum Lotterspiel geworden ist, weil die Stadt nicht in der Lage ist, diese Stadtregierung, so muss man sagen, von den Angeboten, die der Freistaat Bayern macht, nämlich dass jeder Antrag auf einen Kindergartenplatz, auf die Einrichtung einer Kindertagesstätte, auf die Genehmigung und die finanzielle Unterstützung einer eines Ganztagesschulangebotes, das gemacht wird, die feste Zusage hat. So wie gegenwart des Finanzministers, der das für seine Heimatstadt ja genauso durchsetzen und anwenden kann. Und auch die finanzielle Garantie dafür übernimmt, wie die Bayerische Staatsregierung, die CSU-Landtagsfraktion, dass jeder Platz in einer Kita, einem ganztagesschulischen Angebot, unterstützt und genehmigt wird. Und im Jahr 2011 die Landeshauptstadt München keinen einzigen Cent Zuschuss zum Bau weiterer ganztagesschulischer Einrichtungen beantragt hat. Das ist Machtverkommenheit und Machtvergessenheit. Und deshalb brauchen und wollen wir am 16. und 30. März einen neuen Aufbruch für München. Wir, die CSU München, stehen bereit, das zu tun. Wir haben eine politische Handlungsalternative. Wir wollen gemeinsam mit Ihnen in einer völlig neuen Form der bürgerschaftlichen Beteiligung die wichtigen Leitentscheidungen dieser Stadt, große Projekte, große Verkehrsinfrastrukturprojekte, gemeinsam mit Ihnen vor Ort diskutieren und ganz anders in der Form der bürgerschaftlichen Mitwirkung mit eingebunden dann entscheiden. Da reden wir nicht vor dem Wahltag, wie wir hinterher handeln. Unsere Stadtratsfraktion hat mit dem Stadtratskollegen Michael Kurfer an der Spitze und Josef Schmidt hier ganz konkrete Vorschläge gemacht, wie man die bürgerschaftliche Beteiligung in der größten Stadt der Republik mit 1,4 Millionen Einwohnern, mit einer der am dichtest besiedelten großen Städte, wie wir die weiterentwickeln können. Wir lassen uns an diesen Worten messen. Das ist unsere Botschaft. Wir wollen München besser machen. Wir müssen uns anstrengen, um die attraktivste Stadt der Republik auf dem Niveau zu halten, auf das unsere Väter und unsere vor uns arbeitenden Generationen geführt haben. Dazu müssen wir uns anstrengen und dazu brauchen wir einen Neuaufbruch in München. Dazu gehört auch, dass man mit den Umlandgemeinden, dass man mit den Kommunen in diesem Land auf gleicher Augenhöhe umgeht und nicht arrogant von oben herab mit den Partnern, die man in der Region braucht, umgeht und sie nicht beachtet. München prosperiert. Der Freistaat Bayern investiert in dieser Stadt. Und wir stehen in der Solidarität mit anderen Kommunen. Und dabei geht es dann darum, dass man diese Solidarität pflegt und übt, weil nur gemeinsam mit Stadt und Land, Hand in Hand, diese großen Aufgaben gemeinsam mit unserem Oberbürgermeisterkandidaten Josef Schmidt bewältigbar sind. Ich war 1978 dabei, wie manch anderer, Hans Bolluck und Peter Gabener, mit dem Löwenbräukeller hier um Deck, die Wahl des zweiten Münchner Oberbürgermeisters von der CSU nach dem Krieg gefeiert wurde. Das ist kein Selbstzweck. Wir bewerben uns um den Handlungsauftrag für diese Stadt, weil wir diese Stadt lieben und weil wir die Zukunft dieser Stadt sichern wollen. Ich war damals noch ein junger Kerl mit dunklem Haar. Freunde, die Jugend, das Feuer brennt noch. Es riecht nach 78. Wir brauchen Ihre Unterstützung, damit es München in Zukunft besser geht.